Willkommen zurück, eine neue Folge Motorsport Manager. Ja, wir haben in der letzten Folge den Singapur Grand Prix abgeschlossen, leider mit einem nicht so tollen Ergebnis, aber okay, solche Rennen müssen auch sein. Und jetzt geht es in Richtung Sydney Grand Prix. Wir gucken als erstes wie immer in unsere Boxenmannschaft rein und wollen mal schauen, ob es neue Möglichkeiten gibt. Der hatte, ich glaube, den hatten wir Folge schon. Die anderen sind jetzt nicht so prall. Die lassen wir mal weg. Ihn lassen wir mal drin. Einfach nur zur Beobachtung. Und ich möchte hier mal bei jedem jetzt den Vertrag verlängern. Einfach, dass wir auch von jedem Boxenmitglied die gleiche Vertragsdauer haben und dass wir nicht aus Versehen irgendwie das vergessen und dann ohne Boxencrew dastehen. Das wäre der Super-GAU. Weil die soll ja vor allen Dingen nächste Saison richtig glänzen und mit unseren Nachtankboni uns zu weiteren Punkten verhelfen. So, dann tauschen wir jetzt mal fleißig durch. Der tauscht mit dem und dann tauschen die beide die Position. Dann wollen wir die besten Reifenwechsler hier am Start haben. Alles mit 12. Und wir haben hier dann noch die Leute, die gegebenenfalls reparieren könnten. Brauchen wir in der Regel eigentlich nicht. So. Ja, im Interview gucken wir mal. Freya Larsen. Mal sehen. Der hat den letzten Grand Prix gewonnen. Der wird bestimmt nicht so preiswert sein. Freya Larsen. Ja, 28. Sehr geringe Marktfähigkeit. Wie gesagt, auf die Marktfähigkeit müssen wir jetzt noch das meiste mitsetzen, um die Sponsoren anzulocken. Wenn wir dann später quasi ein perfektes Team schon haben, Haufen Kohle auf der hohen Kante, dann geht es darum, die besten Fahrer zu engagieren, um dann die Resultate einzufahren. Bei den Mitarbeitern kann ich mal schauen, ob wir gegebenenfalls noch bessere finden könnten, was die halt eben den Nachtankenbonus auch mit haben. Allerdings muss man dann immer sagen, okay, die Problematik ist dann hier, die Zusammenarbeit muss halt erst wieder aufgebaut werden und die wollen wir ja nächstes Jahr nutzen. Beim Chefingenieur könnten wir jetzt schon mal schauen, ob es da eine Verbesserung gibt. Da bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Was man da, so, weil wir hier ganz unten sind, okay, auf was man da so richtig Acht geben soll. Also klar, die Werte, je besser, umso besser ist es auch. Aber hier wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlecht, wenn man da was Sinnvolles wählt. Wir haben derzeit, wenn ich bei uns mal gucke, jemanden, der 2,5 Sterne ungefähr hat. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir jemanden bekommen, der hier. Oh, Philipp Wolf hat auch 2,5 bisher. Es hat aber das Potenzial, bis 4 zu gehen. Aber die Boni sind jetzt nicht gerade berauschend. Was haben wir denn hier noch? Einen zusätzlichen Platz, nee. Minus 1 Bauzeit, das ist nicht schlecht zum Beispiel. Hier hätten wir gegebenenfalls noch einen, der. Ja, der hat halt Frontflügel super, die anderen Werte sind so lala. Ja, weiter unten ist dann halt auch nicht so das Wahre noch. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, was sind denn so die guten Boni, die man hier nehmen sollte.
Und auf was kann man da so gern verzichten oder so? Da bin ich mir immer nicht so sicher. Das sind dann schon die besseren und natürlich auch teureren. Bauzeit, Bauzeit. Das ist halt gut, wenn man am Anfang schnell vorankommen möchte, ne? Um dann zu den legendären Teilen zu kommen. Da ist die Bauzeit natürlich sehr wichtig. Von daher wäre der natürlich schon mal ein sehr guter Fang, kann man sagen. Aber er ist nicht interessiert, okay. Ja, schade, dass man nicht die Leute nach die Leute nach den Boni irgendwie suchen kann. Den hatte ich gerade schon. Bauzeit. Risikolevel minus 3 ist natürlich auch nicht schlecht. Aber als legendärer Boni, da will ich ja eher einen legendären Gegenstand haben, quasi, ne? Also ich würde, für meine Begriffe würde ich fast sagen, die besten Boni sind in den ersten 2, 3 Punkten bis zum dunkelblauen. Weil ich da die Zeit vor allen Dingen runterdrehen möchte, um schnell zu den hinteren beiden zu kommen. Und da sind die Boni wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, so richtig finde ich da aber derzeit keinen, der zum Beispiel nur hier hinten die Boni. Und wenn wir dann hier weiter runter gehen. Man kann ja auch mal hier gucken, aber da sind die Boni noch weniger vorhanden. Außerdem haben die hier ganz schlechte Werte. Und dann kommen auch nicht gute Sachen raus. Aha. Na okay. Ich denke, wir werden nochmal mit unserem Mechaniker oder Ingenieur weiter fortfahren und gegebenenfalls in der nächsten Saison dann mal überlegen, ob wir da was auswechseln. Okay, los geht's. Wir haben wieder neue Sponsoren bekommen. Fahrzeugreparatur ist auch beendet. Und ja, ich würde sagen, Red Bull ist hier, die Position können wir eh nicht erreichen und die 2 Millionen sind halt perfekt. Sehr schön. Verizon wird nächstes Rennen dann auch weg sein. Das heißt, wir haben diesen Sponsor nur noch dieses Rennen. Mal sehen, was da dann noch kommt. Und hier sind 5 Tage nach dem Rennen. Alles klar. Die Aufhängung ist fertig. Modeljob angeboten. Plus 10 Marktfähigkeit. Okay. Ja, Aufhängung ist fertig. Das heißt, die kann jetzt hier mit in die Verbesserung eingepflegt werden. 27 Tage nach dem Rennen. Das heißt, es wird nach Rio de Janeiro fertig. Ja, wir werden jetzt keine weiteren Teile entwickeln. Wir wollen jetzt Geld für nächste Saison sparen. Außerdem müssen wir ja auch irgendwann den Themenpark bauen und dazu brauchen wir schon mal 70 Millionen für Fabrik- und Entwicklungszentrum Stufe 4. Von daher ist da noch einiges, was an Geld reinkommen muss. Und es wird noch ein paar Saisons dauern, bis wir da hinkommen. So, was haben wir hier? Abstimmung. Aufhebung von Bonuspunkten für Fahrer in Pole Position. Das interessiert uns jetzt erstmal noch nicht. Das mögen die Top-Teams unter sich ausmachen. Und die wollen das wahrscheinlich ziemlich krass.
Lasst euch nicht von den Namen hier irritieren. Das sind natürlich nicht die echten Namen, die hier sind. Hat wahrscheinlich lizenzierende Hintergründe. Komischerweise, die Bilder konnten sie trotzdem nehmen, aber okay. Gut, dann geht es Richtung Sydney Grand Prix. Ich bin gespannt. Wieder eine hohe Reifenabnutzung. Es soll jetzt trocken werden, aber guckt euch die Temperaturen an. Im Oktober, wir sind hier eigentlich im Sommer von Australien. 4 Grad 2, das ist ja Frost. Das ist ja schon überraschend, dass das so kalt ist. Könnte Probleme geben mit der Temperatur in den Reifen, dass die da sehr schnell auskühlen. Na, mal sehen. So, da kann es losgehen. Wie gesagt, trocken soll es bleiben, aber halt extrem kalt. Feedback sind wir halt wirklich gut. Da kann ich nicht meckern. Wir gehen hier auch wieder auf hohe Flügelabstimmung. So. Wir wollen anfangen erstmal mit der Rennabstimmung. Deswegen beide auf weiche Reifen. Und dann kann es losgehen. 4 Runden Renntrim. Und er geht auf 3 Runden Qualifying Trim. Raus mit euch beiden. Das wird auch mit der Abstimmung dann nächstes Jahr einfacher, weil wir dann nur noch Renntrim, Qualifying-Trim und nur eine Reifenart benötigen. Einfach aus dem Grund, weil wir ja im Rennen dann das Nachtanken als Boni verwenden werden. So, da war die Kamera kurz etwas überfordert. Vom Wetter her bleibt es komplett trocken, das ist sehr schön. So, und Monarolo kommt rein. Okay, vom Setup her würde ich fast vorschlagen, dass wir hier noch krasser auf Flügel gehen müssen. Eine etwas kürzere Absetzung. Getriebeübersetzung. Probieren wir mal. Und wir schicken Munarolo. Ja. Konzentrieren wir uns eher auf Qualifying oder eher auf Rennen, ist die Frage jetzt. Komm, wir machen Renntrim. Gehen aber auf sehr weiche Reifen jetzt. Die Runde deutlich länger als in den vorherigen Grand Prix, und bei Parker sieht das noch gar nicht so gut aus, das Setup. Müssen wir mal gucken, ob wir noch höhere Flügel brauchen. Und wir gehen bei ihm
Ja, wir müssen den Renntrim einfach weiter fortsetzen. Dann ist der Qualifying-Trim erstmal nur auf Rang 1. Renntrim wollen wir auf Rang 2 hinbekommen. Und die sehr weichen Reifen am besten halt auf Rang 3. Das wäre super. Ob wir die Qualifying-Reifen noch auf Rang 4, auf Rang 4, auf Rang 1 bekommen, glaube ich fast nicht. Haben wir nur noch eine Runde für. Aber wir haben Renntrim, nee, weiche Reifen auf Stufe 3, das ist gut. Ja, die sehr weichen Reifen haben leider keinen Boni, aber okay. So. Mal sehen, wie das Setup ist. Und wo wir hier im Qualifying landen können. Ich hoffe, wir sind da etwas besser als in Singapur. So, sehr weich. Ne, nur weiche Reifen und Qualifying. Und hier haben wir mal sparsam mit Benzin und Qualifying. Okay. Ah ja. Das heißt, wir brauchen hier härtere Übersetzung. Das sollte jetzt ganz gut funktionieren. Sehr weiche Reifen, da passt schon. Los geht's. Und raus, wie immer, mit euch beiden. So, da bin ich gespannt. Hier wird es sehr schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen bei diesen kalten Temperaturen, ne? Wir sind hier bei 3 Grad. Das ist echt übel. Jetzt wäre die Frage, sind eigentlich die Softreifen, also die gelben, ja okay, Temperatur ist echt wenig, sind die gelben Reifen, die wir ja jetzt im Wissensstand hervorgebracht haben, sind die mit 15% Leistungssteigerung besser als die weichere Reifenmischung ohne Leistungssteigerung? Weiß da jemand was, wie hoch so ein oder was so ein Leistungsboni ausmacht? Ich meine, wir können es bei Concorde prüfen, der hat halt den 15 Leistungsboni. Ich könnte im zweiten Stint probieren, mit ihm einfach mal auf Softreifen zu gehen, also auf die härtere Reifenmischung. Und gucken, ob er da eine schnellere Runde hinbekommt. Das ist natürlich dann nur ein Indiz, ne? Da gibt es ja viele Faktoren, die damit einhergehen. Wo wir jetzt nicht ganz wissen, ob das nur am Reifen hängt. So, eine Sekunde sind wir hinter den Mercedes. Aber wir können wieder mithalten mit Flores. Sogar Surikov ist diesmal hinter uns. Das sieht hier deutlich besser aus als in Singapur. Gonzales hatte ja eine Monsterrunde, wenn sein Teamkollege 7 Zehntel hinter ihm ist. Strambi auch. Korn hat eine ganz schlechte Wertung derzeit in seiner aktuellen Form, ne? So. Okay. Concorde, das Setup passt und wir probieren das einfach mal und gehen jetzt auf die weichen Reifen, wenn er diesen Bonus schon mitnimmt. Monarolo hat den Bonus ja nicht mitgenommen, deswegen schicken wir ihn nochmal auf einen zweiten harten, super weichen Reifenmischung raus. Und dann kann es losgehen. Mal sehen, ob es was wird.
Ja, derzeit Monarolo auf Platz 7, das wäre das Sponsorenziel, aber halt, ihr seht, nur 80.000stel vor Surikov. Aber wir sind auch nur 40.000stel hinter Platz 6. Also es sind hier Möglichkeiten da, das Sponsorenziel vielleicht zu erreichen. Mal schauen. So, im zweiten Stint hat er die Reifen besser auf Temperatur gehalten. Und das gleiche gilt auch für Monarolo. Vielleicht haben wir da die Chance jetzt hier uns zu verbessern. Beide haben freie Fahrt. Und das Krasse ist, sowohl Surikov als auch Lavoie werden nicht nochmal eine Runde fahren. Das heißt, von hinten können nur noch kommen Flores, Boissy und dann die ganz langsamen. Okay, Concorde ist langsamer, ich schätze mal. Ja, die Frage ist halt jetzt, Monarolo ist auch langsamer als in seiner vorigen Runde. Ich weiß es nicht, ob die Soft-Reifen mit 15% plus besser sind als die Super Soft ohne Verbesserung. Aber wir werden uns hier nicht verbessern in dieser Runde, sind beide langsamer. Von daher können wir da auch keine. Ja, kein Fazit draus ziehen. Ja, wir müssen jetzt gucken. Flores kann uns noch in die Suppe spucken. Die scheint aber auch langsamer zu sein. Hier hinten gibt es Verbesserungen, aber die müssten sich schon um 7 Zehntel verbessern. Und das sieht im zweiten Sektor nicht danach aus. Und Flores schafft es auch nicht, sich zu verbessern. Also keine Verbesserungen in der zweiten Runde, außer Sharp. Der hat eine richtig gute Runde rausgehauen und ist ja auf Platz 2 gekommen. Hier nochmal eine Verbesserung von De Graaf auf Platz 14. Xiaosing schafft es nicht und damit haben wir das Sponsorenziel. Ja, so sieht es doch wesentlich besser aus als in Singapur. Die ersten 300.000 sind hier sicher. Gonzales, der Dominator im Qualifying. Eine super Runde im ersten Stint. Aber irgendwie war der zweite Stint bei den meisten langsamer. Ja. Okay. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall die weichen Reifen benutzen. Also die härtere der beiden Reifenmischungen. Ich finde es besser, wie sie es jetzt gemacht haben mit Soft, Medium, Hard. Egal welche Reifenmischung. Dieses Ultra Soft, Super Soft, Soft und so weiter, das war so verwirrend dann, dass halt bei manchen Strecken war der Soft-Reifen der härteste. Ne? So. Die Boni sind ausgewählt. 16 Runden. Okay. 9 bis 11. Das sieht ganz gut aus. Da könnten wir. Ja, ich will mit weichen Reifen starten, auch wenn wir am Anfang ein bisschen verlieren. Ich will die Flexibilität erhalten, vielleicht am Ende des Rennens dann auf Soft zu wechseln mit Concorde. Ja, und Monarolo, wir müssen es hinkriegen, auch wenn es einigen vielleicht zum Hals heraushängt, dass ich es immer wieder sage, aber wir müssen es unbedingt hinbekommen, dass wir hier auf 8 bis 10 kommen, also eine Runde länger fahren kann in der Spanne. In der Grafik sieht man die Geschwindigkeit und die Haltbarkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob hier diese 15% schon inkludiert sind. Wir könnten ja mal schauen. Also Geschwindigkeit ist ja knapp unter 3,5 Sterne. Und wenn wir jetzt das Wissen mal rausnehmen und halt ein anderes Wissen reingeben. Wie sieht es dann da aus? Ich glaube, es wird sich nichts ändern in diesem Bild, ne? Ne, es ändert sich gar nichts. Also das Bild ist nicht angepasst an die Boni, die wir gemacht haben. Ist okay. So. Weiche Reifen. Eine Runde Sprit sparen und dann kann es losgehen.
Ja, ich hoffe, dass wir mit dem Reifenverschleiß auch beim Auto nächstes Jahr wesentlich besser entwickeln können. Ich werde versuchen, das wirklich hinzubekommen, so dass wir da mit weicheren Reifen attackieren können und nicht dauernd, ja, in der Strategie, oh, Monarolo ist jetzt ganz nach außen und dadurch auf den letzten Platz gefallen, ganz schlecht. Und dass wir dadurch in der Strategie immer Probleme bekommen und ja, dann irgendwie rotieren müssen. Derzeit Concorde noch der konstante Faktor, obwohl hier die aktuelle Form bei 0,0 liegt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig Einfluss hat das dann auch nicht, wo die Zahl liegt. Zumindest merke ich es nicht. Also ich hatte auch schon Rennen, wo bei 10,0 und dann die komplett unterperformt. Naja, mal schauen. Concorde erstmal mit einem ganz guten Start, ist hier auf Platz 6 derzeit. Jetzt wird natürlich Strambi von hinten kommen und uns ordentlich attackieren. Wir müssen mal schauen, wie wir mit den Reifen zurechtkommen. Wir wollen 2x8 Runden fahren am besten. Und ich schaue gleich mal nach dieser Runde, wie unser Reifenabrieb ist. Wenn wir so 10% pro Runde haben, dann können wir das so beibehalten. Und dem sieht halt genauso aus, ne? Also ein bisschen weniger als 10%. Heißt aber auch, unsere Reifen kühlen ziemlich stark aus, was halt Performance kostet. So, Monarolo versucht sich jetzt an den Hinterbänklern so ein bisschen hervorzuarbeiten. Mal sehen, wie es ihm gelingen wird. Und je nachdem, wie die Bodenhaftung werden wird, können wir dann halt auch ein bisschen aufdrehen, wenn wir genügend Reifen gespart haben. Es ist halt schon krass, dass jemand wie Strambi zum Beispiel mit der weicheren Reifenmischung einen geringeren Reifenabrieb hat als Concorde, der die härtere Reifenmischung hat, obwohl Concorde in der Geschmeidigkeit den Maximalwert von 20 hat, ne? Das seht ihr, dass auch unser Auto jetzt nicht gerade reifenschonend umgeht und das muss man auf jeden Fall verbessern in der nächsten Saison. Und ich meine, wenn man die Performance, der fährt halt auf der gleichen, mit der gleichen Aggressivität. So, in Runde 4 oder Ende Runde 4 haben wir ungefähr 3%, ne, gerade mal 2% gespart. Bei Monarolo wird es halt echt knapp, diese 8 Runden zu schaffen. Vom Abstand her sind beide so gelegen, dass wir sie in der gleichen Runde reinrufen können. Aber wir legen natürlich die Strategie jetzt an Concorde aus, weil der steht beim Sponsorenziel, bei einer Möglichkeit des Sponsorenziels. Schon krass, ne? Wie nach 50% Monarolo halt einfach schon 10% Rückstand hat beim Reifenabrieb. So, 5 Runden sind rum. Okay. Wir fahren mit Concorde knallhart 2x8 Runden. Das sollte kein Problem darstellen. Xiao Qing jetzt als erster an die Box. Der wird höchstwahrscheinlich 2 Stops machen. Nach 5 Runden, 11 Runden kann er nicht aushalten.
Wer kommt als nächstes noch mit an die Box von den nächsten Fahrzeugen und wird da höchstwahrscheinlich auch noch eine Zwei-Stopp-Strategie fahren? Wir wollen halt mit der Ein-Stopp-Strategie versuchen, hier das Sponsorenziel zu erreichen. Ja, Monarolo geht nur, wenn ich konservativ fahre. Ah, Sharp hier vorne. Das könnte eine Zwei-Stop-Strategie sein. Und ihr seht, wie lang diese Boxengasse hier auch in Australien ist. Das heißt, da verliert man sehr viel Zeit beim Boxenstopp. Ergo ist ein Stop weniger hier sehr viel Performance und Plätze wert. Besonders, weil das Rennen ja nicht so lang ist. So, alle die jetzt reinkommen in Runde 7, sollten die Möglichkeit eigentlich haben, dann eine Einstopp-Strategie zu fahren. Und ich denke, wir können mit Concorn jetzt aggressiver fahren. In der letzten Runde. So, es kommen jetzt einige rein. Die Führenden vor allen Dingen. Aber auch schon die ersten Nachzügler. Und wir befinden uns derzeit auf Platz 3 und auf Platz 11. So, Boxenstops werden jetzt geplant. Concorn als erstes. Und Monarolo direkt hinten dran. Wir gehen mit der Kamera wieder auf Concorn. Monarolo wird halt jetzt schon von Gonzales, der einen Stop mehr gemacht hat, attackiert. Und jetzt kommen die ganzen anderen mit an die Box. So, Concorn greift jetzt hier richtig an, um irgendwie ein bisschen Vorsprung noch vor Flores rauszukitzeln. Weil da geht's um das Sponsorenziel. Er kann hier sogar Larsen etwas attackieren. Nicht nur attackieren, der fährt einfach vorbei. Larsen scheint hier Probleme zu haben. Auf den letzten Metern mit diesen Reifen. Schauen wir mal, wie der Boxenstopp funktioniert. Das sah gut aus. Und auch bei Monarolo sieht das gut aus. Sharps wird aufgehalten. Ne, Surikov war das. Sharp ist durchgefahren. Er war schon eher am Boxenstopp. Wir befinden uns derzeit auf Rang 9. Okay. Hinter Strambi vor Larsen. Der dürfte jetzt wieder attackieren. Und wahrscheinlich wieder an uns vorbeikommen. Ich möchte trotzdem ein bisschen Reifen sparen und dann am Ende wieder attackieren zu können mit Concorn. Das gleiche mache ich mit Monarolo, der aber halt sehr weit schon nach hinten durchgereicht wurde. Surikov attackiert ziemlich krass und verbraucht dabei aber auch schon sehr viel seiner Reifen. Und nachdem jeder jetzt an der Box war, befinden wir uns wieder auf Rang 7 beim Sponsorenziel. Ja, es ist jetzt sehr wichtig für Concorn hier irgendwie vorn zu bleiben, solange es irgendwie möglich ist. Gegebenenfalls, wenn ich mir den Reifenverschleiß von den Nachzüglern, also von den hinter uns fahrenden, ansehe, kann ich hier etwas aggressiver zur Waage gehen. Und auch mit Monarolo können wir jetzt zumindest auf neutral mal switchen. Flores hat einige Positionen verloren. Die war vorhin direkt hinter uns. Jetzt ist es halt Surikov. Surikov würde ich fast schätzen, dass er eine Zwei-Stop-Strategie anberaumt, aber Wigdal hinter ihm, gegebenenfalls auch Bergmann, könnten auf eine Ein-Stop-Strategie gehen. Wir werden trotzdem mal hier etwas mehr attackieren. Von Reifen her ist nur Wigdal auf unserem Niveau. Gut, weiter hinten De Graaf und Becker auch. Die haben aber 7 Sekunden Rückstand. Ich denke nicht, dass sie die noch aufholen werden.
5 Runden. Wir sind hier bei 70% des Reifens noch. Mal sehen, wie viel wir pro Runde hier abgeben mit der derzeitigen aggressiveren Fahrweise. Clark Smith kommt jetzt hier stark nach vorn. Vom Sprit sieht es ganz gut aus. Ich denke, die Runde kriegen wir rausgefahren. Da brauchen wir, glaube ich, keinen Sprit jetzt zu sparen. Den letzten Metern können aber auch nicht attackieren. So, Sharp dürfte nochmal an die Box kommen, weiter vorn. Wir verbrauchen ungefähr 12% Reifen pro Runde. Bei noch 4 Runden wird es bis zum Ende ziemlich knapp werden. Aber wir müssen jetzt hier aggressiv fahren, um den anderen nicht die Möglichkeit zu geben, uns zu attackieren. So, die ersten zwei Stoppler sind jetzt an der Box. Und hinter uns kommt jetzt gleich Surikov rein. Das heißt, Vigdal wird dann unser Konkurrent werden. %50 sind wir jetzt. Ich denke, in der nächsten Runde muss ich dann auch mit dem Reifen wieder etwas sparsamer umgehen. Die letzten drei Runden. Sharp kommt nochmal rein. Den haben wir uns gekrallt. Ich gehe auf neutral, um Reifen zu sparen, die Reifen nicht zu überhitzen. Damit derzeit auf Rang 6. Sharp kann allerdings jetzt attackieren und könnte sie versuchen, wieder einige Positionen gut zu machen. Mal sehen, ob es ihm gelingt. Wir haben immer noch mit die besten Reifen von den Einstopplern im Feld. Das finde ich super. Also im besten Zustand der Reifen. Kommt jetzt noch jemand an die Box von den Führenden? Ich glaube, die werden alle durchfahren. Nein! Es kommt nochmal jemand an die Box. Lavoie kommt noch an die Box. Und auch Lipponen kommt an die Box. Auf einmal sind wir auf Platz 4. Holla. Das könnten wieder Punkte werden. Wenn Munarolo hier am Anfang nicht diesen Ausrutscher gehabt hätte und ganz ans Ende des Feldes gerutscht wäre, hätten wir sogar mit beiden Leuten Punkte holen können. Aber erstmal abwarten. Es sind immerhin noch anderthalb Runden. Da kann noch viel passieren. Besonders Sharp holt er jetzt in Riesenschritten auf. Mit seinen neuen Reifen. Er kann richtig attackieren. Ist jetzt schon vor Clark Smith und direkt halt hinter Concorde. Auch wenn es noch 3 Sekunden Abstand sind. Aber die letzte Runde müssen wir jetzt noch durchhalten. Das wäre der 4. Platz. Das wäre natürlich ein super Ergebnis. So nach Vancouver ein 4. Platz. Jetzt auch ein 4. Platz in Sydney. Nachdem wir dann in Singapur richtig gebeutelt wurden. Aber erstmal abwarten. Sharp kommt hier noch von hinten mit Super Speed angerauscht. Aber 2,5 Sekunden dürfte er eigentlich nicht mehr aufholen. Das heißt, sollte Concorde jetzt hier keinen Fehler machen und ausscheiden, haben wir die nächsten Punkte gewonnen. Gonzales gewinnt das Rennen vor Strambi und Larsen. Und Larsen hat sogar am Ende nochmal richtig Probleme mit den Reifen bekommen. Wir kommen als 4. ins Ziel. Echt super. Sharp hat es mit der 2-Stopp-Strategie noch auf Platz 5 gebracht. Ah, der hatte auch Probleme mit der Zuverlässigkeit hier. Wahrscheinlich neue Teile am Auto, die noch nicht so gut sind. Munarolo auf Platz 12, aber Concorde hat dieses Wochenende super gearbeitet. Ja, Munarolo uns das Sponsorenziel im Qualifying gesichert. Mit Rang 7. Dann leider direkt in der ersten Runde der Fehler. In Kurve 2, glaube ich, war es.
oder Kurve 3, da nach hinten gerutscht auf den letzten Platz. Und dann hat er es halt in der Kürze des Rennens nicht mehr geschafft, nach vorn zu kommen. Aber trotzdem noch bis auf Platz 12. Ist eine gute Leistung. Und Concorde hier perfekt auf Platz 4. Da wird es wohl in der nächsten Saison vielleicht sogar mal eine Podiumsposition geben. Ja, wieder 3 Punkte für uns. Damit Concorde und Munarolo auf Platz 10 und 11 mit jeweils 5 Punkten. Und wir sind jetzt gefestigt schon fast auf Platz 6 mit 10 Punkten hier. Ich denke nicht, dass wir noch irgendwie Probleme haben werden in den letzten 2 Rennen vom Abstieg. Also da müssten die 4 Teams ja Haufen Punkte holen, um uns einzuholen. Es wird aber auch spannend um die Meisterschaft. Steinmann gegen Scuderia. Das sind die beiden, die die Meisterschaft um sich ausmachen werden. Die anderen Plätze dürften feststehen. Also Panther ist, denke ich, sicher, sowohl als auch Windsor und Sato. Wir dürften auch sicher sein. Gegebenenfalls wird es um die letzten 3 Plätze nochmal spannend werden können. Mal sehen. So, die Geschmeidigkeit sieht ganz gut aus. Und die steigt jetzt auch sehr schön an, 5,7%. Ja, ich schätze mal, dass über den Winter wird er auf 11 kommen. Und das sollte dann hoffentlich der Zündpunkt sein, dass er mit dem Reifenverschleiß besser zurechtkommt. Okay, Rio de Janeiro, Regenrennen wahrscheinlich wieder. Und dann kommt noch Dubai. Das sind die letzten beiden Rennen, die wir dann in den nächsten Folgen angehen werden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns nach Brasilien begeben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.